Die sind faszinierend. Ich habe das schon mal gesehen. Sie müssen rituell sein. Dieses Frauenabbild hier ist besonders interessant. Das ist erst vor kurzem gemacht worden. Das waren die Inselbewohner. Den Wracks zufolge sind sie genau wie wir Überlebende. Bemerkenswert. Na, hoffentlich werden wir nicht auch Mörder wie sie. Versuch's mit dem anderen. Hier fehlt der Griff. Zusammen. Scheiße. Sie hält leider nicht. Ich werde nach was Stärkerem suchen. Vielleicht liegt hier was Nützliches. Unglaublich. Sehen, ob ich die Axt wieder hinkriege. Schon zurück? Sonnendarstellung. Ein Anbeter der Sonne? Lara, ich glaube, diese Symbole sind echt. Wer immer diese Insel sein Zuhause nennt, betet anscheinend irgendeine Göttin an. Amaterasu? Ja, die alte japanische Sonnengöttin. Ganz meine Meinung. Sicher ist das natürlich nicht. Wir müssen wissen, was hinter diesem Tor ist. Du solltest etwas finden, um diese Kurbel zu bewegen. Amaterasu? Möglich, vielleicht. Schatz, bitte, denk nach, bevor du die Papiere einreichst. Ich habe mein letztes Geld in diese Expedition gesteckt, aber ich werde das Zehnfache rausholen. Wenn du dich jetzt scheiden lässt, siehst du davon keinen Cent. Du bist bei mir, seit ich noch ein Niemand war. Du weißt, wie viel ich erreichen kann. Und das kann ich immer noch. Ich bin nur gerade an einem Tiefpunkt, verstehst du? Ich bin hier an etwas dran. Lara, erinnerst du dich? Mein junger Schützling, sie hat Daten, die ihre Theorien stützen, aber ihr fehlt meine Intelligenz. Die Entdeckung wird meinen Namen tragen. Und es wird mein Gesicht vor den Kameras sein. Wenn alles klappt, wird das ein Riesending. Wenn du mich dann verlassen willst, werde ich zustimmen, versprochen. Aber bitte, warte noch. Jetzt würde diese Schlagzeile meinem Image zu sehr schaden. Bitte. Wo fange ich an? Okay. Ich bin Lara Croft, eine Archäologin von der Endurance, gestrandet auf einer Insel im Drachendreieck östlich von Japan. Dieser Ort ist unglaublich. Ich habe hier Jahrhunderte alte Wracks gesehen. Wir waren nicht die Ersten. Und ich weiß, wir sind nicht allein. Irgendetwas stimmt hier nicht. Wenn ich nicht von hier wegkomme, findet das hier vielleicht irgendwann irgendwer. Thank you.
Maske wurde im traditionellen japanischen Nottheater benutzt. Ich glaube, sie stellt einen Dämon dar, einen Oni. Ein Preisschild? Dann ist das wohl eine Replik. Eine Vertrauenskrise, also werde ich für sie gute Laune simulieren. Aber etwas an dieser Expedition macht mich nervös. Je näher wir dem Drachendreieck kommen, desto übler wird mir. Mit Vorfreude hat das nichts zu tun. Was zum Teufel ist nur los mit mir? Ich sollte aufgeregt sein. Das wird ein völlig irrer Trip. Ich muss nur dieses Gefühl loswerden. Vielleicht kann ich Lara zu einer kleinen Pause und einem Drink überreden. Alles klar? Soll's losgehen? Kann losgehen, Doktor. Dann leg los! Diese Frauenabbildung auf dem Tor. Dem Alter der Symbole nach könnte es die Sonnengöttin sein. Himiko. Sie channeln aber nicht zufällig gerade Sam, Dr. Whitman. Nun, Himiko hatte zweifellos große Macht. Manche sagen schamanistische, elementare. Kaum ist eine Frau mal wirklich mächtig, reden alle sofort von Hexerei. Wir sollten nichts ausschließen, selbst wenn es uns irrational vorkommt. Wir müssen noch viel über die Welt lernen. Sie klingen wie mein Vater. Das könnte eine Wahnsinnsstory sein, Lara. Aber nur, wenn wir sie überleben. Unglaublich! Es ist Himiko! Sehen Sie! Die Schale, die Kerzen. Sie wird noch immer verehrt. Diese Insel war anscheinend wirklich ein Teil Yamatais. Du hattest recht, Lara. Das alte Königreich. Das ist ja wie Atlantis. Aber das hier ist real, Dr. Whitman. Wir stehen nicht auf einem Mythos. Nein, nein, wir stehen auf einer Goldmine. Was? Kommt, schnell! Eure Freunde sind verletzt. Ja, wahrscheinlich durch sie. Zurück. Wir können ihnen nicht trauen. Sie haben die Waffe. Ich will keinen Ärger machen. Wir kommen mit. Nein! Aber ich verlange, dass ihr uns zu demjenigen bringt, der euch anführt. Was tun Sie da? Still. Nein! Ich kläre das! Nein! Ah. Nein! Bitte! Hau ab! Du musst mit ihnen gehen, Lara. Tu, was sie sagen. Дай мне пистолет. Иди. Пошла.
Wer seid ihr überhaupt? Was wollt ihr von uns? Laura! Das ist nur so ein Suchreit, Maschi! Тут им nichts! Bitte! Тихо! Я сказал! А ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру! Nein! Окружить их! Окружить! Только попробуй рыбнуться! Мочите их!